ihr Lieben und willkommen zu einem ganz anderen Video von mir. Und zwar habe ich mir überlegt, für den Kanal noch ein anderes Format zu machen, und zwar Lesemonat. Und dort werde ich euch einfach die Bücher vorstellen, die ich in den letzten Monaten oder beziehungsweise in dem letzten Monat gelesen habe. Und das sind heute drei normale Bücher und eben ein E-Book. Und damit das Video nicht zu lange geht, fange ich einfach mal an. Und zwar mit meinem Lieblingsautor Stephen King. Und das Buch heißt Joyland. Das ist ein Roman, der hat, ich muss mal gerade nachgucken, um die 350 Seiten. Und es geht eben um einen jungen Mann, der sich ein bisschen Geld dazu verdienen will für sein Studium und deswegen in den Semesterferien eben in Joyland arbeitet. Joyland ist ein Vergnügungspark und da gibt es eine Geisterbahn. Und um diese Geisterbahn gibt es verschiedene Mythen, beziehungsweise es heißt, da wurde eine Frau umgebracht und die spukt da immer noch rum. So, und das lässt ihn irgendwie nicht los und dann betreibt er halt Nachforschungen. Und dann kreuzen sich die Wege des Mörders mit seinen Wegen. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Und auf jeden Fall sehr spannend. Hat Spaß gemacht, das zu lesen und würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil Stephen King ist sowieso der beste Mensch auf dieser Welt. ich habe mir hier in meinem Bullet Journal ein paar Sachen dazu aufgeschrieben. Das Buch hat ursprünglich gekostet 9,90 €. Kann man nicht zu sagen, es ist ein wunderbares Buch. Also, dieses Buch ist von Mark Rabe und es heißt Der Schock. Und in diesem Buch geht es um Jan und um Laura. Jan ist schon seit Ewigkeiten in Laura verliebt und ist mit ihr im Urlaub, mit ihr und seiner Schwester. Und Laura wird eben entführt. Und Jan will sie dann natürlich retten und macht sich fürchterliche Sorgen um sie und sucht dann halt den Entführer und kommt ihm auch auf die Schliche. Und dieser Entführer will dann eben ein Zeichen setzen, dass er sich nicht fangen lässt. Und durch dieses Zeichen, nenne ich es jetzt mal, wird Jan dann eben von der Kriminalpolizei verfolgt. Und muss dann eben selber untertauchen und es ist ein sehr, das ist wirklich ein Psychothriller, also das ist unglaublich, was für Spannungsmomente es in diesem Buch gibt und ich finde es einfach nur toll und ich habe das innerhalb von 3-4 Tagen durchgelesen, was normalerweise nicht so meins ist. Ich brauche immer ein bisschen länger zum Lesen, aber das Buch ist echt Granate, also es ist wirklich eine Empfehlung von mir. So, dann kommen wir zum nächsten Buch, was ich nicht so klasse fand, aber es war okay. Das ist von Karin Fossum, Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Und zwar geht es in dem Buch um einen geistig Kranken, um einen Schizophren. Und zwar, der heißt, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, Erki. Also das ist ein, ich glaube, norwegischer Roman. Deswegen sind die Namen ein bisschen komisch und ein bisschen nicht so gut zu merken. Also auf jeden Fall, Erki ist schizophren und haut dann irgendwann außer Psychiatrie ab. Und er kennt sich halt sehr gut in diesen Wäldern, die darum liegen, aus. Und da gibt es eine einsame Hütte mit einer alten Frau. Und dummerweise wird diese alte Frau umgebracht und dann denken natürlich alle, der geistig Kranke ist es natürlich, wer denn sonst? Bei uns passieren ja keine Morde, das muss ja Erki gewesen sein. Und aber dann gibt es da einen Kommissar und der denkt sich so, nur weil er jetzt geistig krank ist, heißt es nicht, dass er jetzt irgendwen umgebracht hat. Und glaubt halt die ganze Zeit an die Unschuld. Und dann passiert ein Bankraub und die Wege des Bankräubers und Erkis kreuzen sich quasi. Und dann entsteht eine sehr interessante Geschichte, in der man dann auch teilweise mehr über Erki erfährt und warum er so ist, wie er ist. Ja, der Mörder ist dann ziemlich überraschend. Also es ist das Buch an sich. Ich weiß nicht, warum ich so ein Problem damit hatte. Am Anfang hatte ich, weiß ich nicht, da habe ich das irgendwie nicht so verstanden.
weil es irgendwie komisch für mich war, weil es, das ist jetzt nur die erste Seite, deswegen kann ich euch das sagen, weil es da irgendwie hieß, Erki wacht auf und seine Gedärme fließen aus ihm raus und er versucht, die wieder einzusammeln und seine Narbe, und dann hat er eine ganz große Narbe am Bauch und die verheilt dann. Und das war für mich ein bisschen komisch, weil ich dachte so, das ist doch nicht real. Ich meine, mir platzen ja jetzt nicht auch auf einmal so die Gedärme aus dem Bauch. Und wenn doch, dann kann ich die ja nicht wieder aufsammeln, weil dann bin ich ja tot oder so. Und ja, deswegen war das erst ein bisschen bizarr. Aber wenn man das Buch weiterliest, dann erfährt man eben auch die Hintergründe. Und dann ist es eigentlich echt okay. Und das war halt eben auch ein Mängelexemplar. Hat auch 3,99 € gekostet. Und ach ja, die Seitenanzahl, das ist 320 Seiten hat das. Also wirklich nicht dick die Bücher, die ich im letzten Monat gelesen habe. Aber deswegen war es dann auch mehr Bücher. Ja, so, dann haben wir hier noch ein Buch. Und zwar, das ist ein... Ja, es ist ein E-Book und zwar The Dark Village, das Böse vergisst nie von Kittel Johnson. Das Buch hat 274 Seiten und ich bin darauf gekommen, und zwar ich habe ein Video von Victoria und Sarina gesehen und da meinte Sarina, sie hat das Buch und es erinnert sie ein bisschen an Pretty Little Liars, was auch tatsächlich so ist. Und ja, dann habe ich das mir halt eben selber geholt, weil es hat sich halt interessant angehört, was sie so erzählt hat. Und das Buch ist eigentlich echt toll. Also es geht um vier Freundinnen, ich glaube auch in Finnland. Und jeder hat so eine Geschichte, so, wisst ihr, die eine ist so ein Außenseiter mehr, die andere ist so eine richtige Beauty Queen, dann gibt es Sportkanone und dann gibt es halt eben den Rebellen. Und ja, diese vier sind halt miteinander befreundet, obwohl sie eben so verschieden sind. Und aber eine wird umgebracht. Und zwar wird eine nackt in einem See gefunden, in einer Plastiktüte eingehüllt. Das ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Also das passiert auch in den ersten zwei Seiten ungefähr. Und dieser Mord wird halt, ja, auch rückwärts erzählt, kann man das so nennen. Also die Geschichte startet halt eben, also als erstes kommt der Mord und dann startet die Geschichte so richtig, ich glaube 2 oder 4 Wochen vor dem Mord. Und es heißt dann immer, zum Beispiel, doch keine von den Freundinnen ahnte, dass eine von ihnen in 18 Tagen tot war. Und es zählt dann eben so ganz langsam runter bis zum Tod. Und ich habe jetzt erstmal nur den ersten Teil gelesen und da sind halt dann am Ende, glaube ich, noch 12 Tage bis zum Mord. Und das ist eigentlich ganz geschickt gemacht, weil man dann auf jeden Fall unbedingt weiterlesen will. Und ich werde diese Reihe auch beenden, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt 3 Teile. Also wäre eigentlich logisch, weil... Ja, dann wären das jetzt 6 Tage. Habe ich erwähnt, dass ich ausraste, weil diese Kamera die ganze Zeit ausgeht. So, auf jeden Fall wären das dann in jedem Buch ungefähr 6 Tage. Und ja, es ist eben schon ein bisschen aufgebaut wie Pretty Little Liars, weil eben diese verschiedenen Mädchen auch, es geht halt eben auch um Mord und es gibt halt auch viele Liebesgeschichten, also es ist schon so ein bisschen Highschool-Kram. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war mal eine Abwechslung zu den ganzen Horror-Thriller. Es ist spannend und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen Video und ich muss das Video schnellstmöglich beenden, weil die Kamera die ganze Zeit ausgeht. Props an dich, Kamera. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.